Vor allen Dingen wäre es gut, nicht direkt daneben zu stehen, denn ich traue diesem Betonträger da nicht. Wo endet denn hier das Zündkabel? Hä? Bretter, eine kaputte Lampe und ein altmodischer Zündapparat. Ja, das ist ja schön und gut. Das ist so ein Ding zum Zünden von Sprengladungen, wie man sie früher in Bergwerken und Minen benutzt hat. Man dreht an der Kurbel und baut damit elektrische Spannung auf. Per Knopfdruck wird dann eine Zündkapsel am Ende eines Kabels gezündet. Ja, okay, aber wo ist dann jetzt unser Kabel? Haben wir das im Inventar? Ah, wir haben es im Inventar. In Ordnung. Ich drehe die beiden Kabelenden an den Kontakten fest. Gut. Und jetzt kabum? Das Kabel ist mit der Dynamitstange und dem Apparat verbunden. Alles bereit zur Sprengung. Ja, dann sprengen! Das wollte ich schon immer mal machen. Ja, wieder was du von deiner Liste streichen kannst. Okay, dann klettern wir mal runter und schauen uns unser Werk an. Hallo? Darren? Oh. Das hat nicht geholfen. Verflucht! Die Luke hat kaum einen Kratzer. Den Griff hat es glatt abgerissen, aber die meiste Energie der Sprengung ist verpufft. Okay, hier war ja noch mehr Dynamit drin. Hoffentlich ist die zweite Stange auch so stabil wie die erste. Jetzt einfach das gleiche nochmal machen, ist ja albern, ne? Oh, und wir brauchen auch noch ein neues Zündkabel, ne? Oder haben wir das noch? Habe ich jetzt nicht. Oh, Darren, mach nicht so langsam. Und noch ein Zündkabel. So, das hat ja jetzt keinen Zweck. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich hoffe das auch. Ganz vorsichtig. Okay, das sieht doch jetzt. Ich weiß nicht, entweder das Dynamit dürfte den Betonträger endgültig von der Decke sprengen. Ja, und der blockiert dann entweder für alle Ewigkeiten diese Luke und wir kommen hier gar nicht mehr raus, oder er macht die Luke kaputt und wir kommen hier raus. Wir hoffen einfach mal auf Letzteres. Toi, toi, toi. Ich drehe wieder die beiden Kabelenden an den Kontakten fest. Dann auf ein neues. Dieses Mal muss es klappen. Der Betonträger scheint sich gelöst zu haben. Klang jetzt so. Okay, jetzt ist nur die Luke blockiert. Die Luke hat's tatsächlich durchschlagen. Darunter ist eine Art Röhre. Sie führt nach unten. Sie wäre groß genug für mich, aber ich kann nicht sehen, wohin sie führt. Und ich kann mich nicht an dem Betonstück vorbeidrücken. Hm. Okay. Okay, das macht das. Ich lege die Kette um das Betonstück. Aber was jetzt? Ziehen kann er es wohl kaum, ne? Ich kann ihn nicht bewegen. Er ist zu schwer. Hm.
sollte das bringen? Das ist ja irgendwie Quatsch, ne? Hier sind Metallösen am Schlauchboot. Ich hake die Kette ein. Okay, aber was dann? Ja, jetzt? Ach so, das hängt an der Kette und die ist um das Betonstück geschlungen. Ich verstehe. Das könnte funktionieren. Und aufwärts. Tatsächlich. Sehr geil. Okay, aber bevor wir da runterklettern, gucke ich mich oben nochmal schnell um. Ja, dieser Kompressor, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt gesagt, den brauchen wir dann irgendwann, um den Schlauch aufzupusten. Nicht den Schlauch, das Schlauchboot. Apropos Schlauch, willst du damit noch irgendwas machen, Darren? Du willst ihn mitnehmen. Okay, warum willst du ihn jetzt auf einmal mitnehmen? Nicht gerade leicht. Allein die Metallanschlüsse auf beiden Seiten haben ganz schönes Gewicht. Ja, eigentlich ist es erstaunlich, dass er das hier nicht, den Betonträger nicht verrücken konnte, was der hier alles mit sich rumschleppt. Okay, da kann man theoretisch den Schlauch an den Auslass anschließen, aber ich wüsste jetzt nicht so genau, warum. Denn wir haben ja jetzt unseren Fluchtweg. Oh. Verdammt. Ah, jetzt weiß ich. Da oben geht es raus, aber hier ist keine Leiter. Ich vermute, dass der Raum da oben der Raum hinter dem Stahltor ist. Aber ich komme nicht ans Gitter. Wenn wir jetzt natürlich diesen Raum hier fluten, kämen wir ans Gitter. Problematisch wird es dann nur, wenn wir das Gitter dann nicht aufkriegen. Denn dann ertrinken wir leider. Und unser Schlauchboot haben wir ja anderweitig verwendet. Nee, ich wollte das eigentlich hier anschließen. Achso, hier kann man das gar nicht anschließen. Na gut, dann gucken wir jetzt mal. Ich schätze mal, wir müssen jetzt diesen Bereich da fluten. Und dann, naja, weiß auch nicht. Dann ertrinken wir da wahrscheinlich, wenn wir nicht schnell genug sind. So, wir können wahrscheinlich diese beiden Schläuche miteinander verbinden, ne? Ich habe die beiden kurzen Schläuche zu einem langen verbunden. Das war sehr klug von dir. Die Anschlüsse passen. Der Schlauch hängt am Wasserauslass. Okay, ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wo er das jetzt hingeführt hat. Aber das jetzt automatisch? Nein, hat er noch nicht. Ich glaube nicht, dass das wirklich schlau ist, aber das scheint das zu sein, was das Spiel möchte, dass ich tue. Diese Luke. Die Länge reicht gerade so. Oh Mann. Ich gucke mir das vorher nochmal an. Also ich will sicher gehen. Ich meine, gut, theoretisch. Was steht da? Der Betonträger hat hier ein Stück Wand aufgebrochen und ein paar Kabel gucken raus. Ich glaube, sie stehen unter Strom. Das ist eine recht wichtige Information. Okay. Das müssen wir irgendwie noch. Das wäre nicht gut. Denn, ne, weiß schon, Wasser, Strom und so. Ah, Mist. Okay, den Schraubendreher werden wir brauchen, um das Gitter zu öffnen, bevor wir ertrinken.
Ja, und wir müssen irgendwie noch den Strom ausschalten, ne? Die Tür ist offen und das Licht ist an. Mehr kann ich hier nicht machen. Doch, du kannst das wieder ausmachen. Die Tür ist offen und mehr kann ich hier nicht machen. Ich weiß nicht, Darren. Tja. Isolierband, müssen wir die Kabel reparieren, bevor wir das... Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also da jetzt einfach Wasser reinzumachen und dann darunter, das ist keine gute Idee. Denn dann werden wir elektrisiert. Ich speichere ab, bevor ich das anfasse. Entschuldigt bitte. Die Kabel abisolieren ist eine gute Idee. Sich dabei an der Leiter festzuhalten auch. Beides gleichzeitig ist allerdings schwer umsetzbar. Okay, das heißt... keine Ahnung. Müssen wir die von oben greifen dann vielleicht? Eigentlich, die scheinen ja aus der... Die müssen ja hier irgendwo enden. Huch. Oder auch nicht. So, willkommen zurück. Ich habe jetzt hier ein bisschen rumgesucht. Ich habe hier noch ein paar Handschuhe entdeckt. Hier liegen ein paar Handschuhe und ein Schraubenschlüssel. Ah, und ein Schraubenschlüssel. Ich nehme beides mit. Ja, okay. Vielleicht brauchen wir den für das Gitter und nicht den Schraubendreher. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das hilft uns jetzt immer noch nicht wirklich mit den Kabeln. Quatsch. Auf keinen Fall. Bei der miesen Qualität der Handschuhe kann ich sie genauso gut weglassen. Okay. Ich umwickle die Handschuhe mit Isolierband. Okay, aber dann haben wir immer noch das Problem, dass du nicht gleichzeitig... Ich biege die Stromkabel am besten aus der Röhre in den Tank. Aber willst du mich veräppeln? Das hättest du doch auch ohne die Handschuhe... Weg mit euch. So, fertig. Jetzt auf einmal geht das. Also ich meine, der Hinweis, den er mir gegeben hat, was mir fehlt, der war jetzt irgendwie irreführend. So, ich hoffe, wir können jetzt, ohne dass wir elektrisiert werden. Den Raum fluten. Also gut. Fluten wir die Röhre. Das dürfte reichen. Okay, ich hoffe, wir bringen uns damit jetzt nicht um. So. Luft anhalten, Darren.